Zeit für mich, ich probiere das auch mal. Und dann irgendwo unten oben, ihr kennt's, wenn der gut kommt. Oh! Okay, Freunde, was geht ab? What's poppin' zu einer Freistoß-Challenge in FIFA 20. Heute wird es heftig. Knuckleballs, Topspins, Curves versus Pro-Owns. Hey, was geht ab, Leute? Pro-Owns ist auch am Start und wir haben beide gleich 10 Freistöße. Wir werden nacheinander schießen und dann am Ende gucken, wer die meisten Freistöße reinmacht. Mal gucken, welcher der Freistoß-Spezialist von uns beiden ist. Das Ganze wird so ablaufen. Tim startet. Der sucht sich gleich eine Position irgendwo auf dem Feld aus, stellt sich dahin, sagt, hier will ich einen Freistoß haben, dann muss ich ihn faulen, kriegt er von da einen Freistoß. Dann bin ich dran, kann mich entweder auf dieselbe Position stellen, auf eine ganz andere. Man hat die ganze Zeit freie Auswahl, von wo man den Freistoß haben will, wie man den schießt, mit wem man den schießt, kann sich alles frei auswählen. Und ey Leute, seid gespannt, was hier alles passieren kann. Es können so geile Freistöße geschossen werden, deswegen lasst ein Like da. 2000 Likes wären krass. Abonniert meinen Kanal, abonniert Danny, denn da gibt es noch ein Rematch. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go. Lau, du weißt schon, welchen Freistoß ich von dir anwenden will, ne? Ah, Topspin wäre, glaube ich, beste. Topspin wird auf jeden Fall angewendet. Wir werden es auch so machen, dass man die Mauer nicht verstellen darf. Ja, Keeper nicht bewegen darf. Ich leg den Controller hin. Ich muss jetzt einfach gucken und quasi beten, dass Tim den nicht direkt reinhaut. Boah, der kommt richtig gut. Oh! Lecker, lecker. Richtig lecker. Wieso geht der nicht in den Winkel? Alter, was denn? Boah, der hätte auch einfach Lattenkreuz reingehen können oder so. Aber das meinen wir mit den Freistößen. Ja. Man kann so heftige... Das ist zu geil dieses Jahr einfach. Wenn man die ein bisschen geübt hat, kommen die einfach so geil. Mal gucken, wie viele Meter das sind. Ich glaube, es sind gerade mal 20. Für Curve ist es, glaube ich, nicht so geil. 20. Nee, Curve sind nicht so geil. Da muss ich eigentlich auch tatsächlich direkt dasselbe machen wie du. Topspin ist da. Oh, ja. Der hat ein bisschen... Aber der könnte... Oh! Ja, da! Ey, wie wir ausrasten, Mann. Einfach Pfosten raus, tut weh ein bisschen. Tut weh, aber beide haben so heftige... Ja, also wir werden gleich noch ein paar geile sehen heute. Yo. So, mein zweiter Freistoß, bitte nicht Vorteil, danke. Jo, danke. Ja. Danny. 21 Meter. Wir nehmen den Gareth Bale. Das vielleicht auch nimm den Anlauf. Gucken wir mal, ob der sich genug dreht. Also wenn er sich aufs Tor dreht, ist er glaube ich drin. Ja. Ja! Boah, der hast doch nicht mehr getimed, oder? Nicht mehr hättest getimed den noch bekommen, grün gemacht, jetzt wäre der, glaube ich, noch ein bisschen mehr gecurved. Also ansonsten alles perfekt gemacht. Oh. Ich finde, wir haben bisher alles mega gut gemacht. Ja, safe. Aber noch keiner drin. Perfekte Chance, aber nicht drin. Das ist das Problem gerade. Aber jetzt deiner vielleicht. Oh, Dannys Freistoß, bisschen weiter weg. Ja, 24 Meter oder so vielleicht. Da kann man schon einige curved Knuckleball-mäßig machen. Ich glaube, curved wird sehr geil kommen. Knuckleball vielleicht auch nicht. Was nimmt der? Ah. Oder Knuckleball? Oh. Der Knuckleball. Nein! Ich hab's noch nicht genau hinbekommen mit der Bewegung. Vor allem, das ist viel, worauf man sich konzentrieren muss. Du musst Time Finish anwenden, Knuckleball aktivieren, irgendwie mit links. Ja, aber Knuckleball ist auch mit Abstand der schwerste. Ich wollte ihn einfach mal probieren hier, weil wenn der klappt, ist auch der geilste. Das ist das ist safe der geilste, finde ich. So, okidoki. Das ist Zeit. Toni Kroos. Wir probieren es nochmal so. Ich finde, das ist die beste Variante, um Tore zu schießen. Das ist eigentlich die sicherste Variante. Aber nur hellgrün. Dunkelgrün wäre drin. Meinst du? Ja, safe. Courtois ist aber auch gut gespielt. Ja, der ist halt auch riesig. Ne? Deswegen muss man bei Courtois echt perfekte Freischüsse machen, damit die gegen den am Ende drin sind. Heavy Metal, Mann. Danny! Ja, Mann. Die Position ist perfekt eigentlich. So. So wie meine. Noch ein bisschen krasser. Ah, kommt jetzt der L1-Shot, oder was? Auf Oldschool. Boah, der könnte heftig kommen, glaube ich. Nein! Der Time Finish. Oh, der war gut platziert. Aber das Ding ist, gegen Courtois ist eh wahrscheinlich kein kleiner, der reingeht. Da muss man dann echt schon richtig grün und richtig im Winkel bratzen. Ich wollte es einfach mal probieren, weil halt auch geil los. Benzema. Hey, die kuscheln da ja alle. Direkt an der Strafraumkante. Besser geht kaum, ne? Ja. Da haben wir jetzt auch viele Optionen eigentlich. Du könntest ja unter Mauer durchprobieren oder so. Aber wenn du willst, dann springe ich. Wenn du sagst, dass du unter durch machst, dann springe ich auch. Okay, mit L1 und dann voll bratzen, oder was? Muss nicht voll, aber ja, mit L1 und dann ein bisschen Kraft. Okay, das heißt, du springst. Ich versuche, also ich springe auf jeden Fall.
Hä, Junge, ich krieg den. Okay. Go. Und ich mach grün noch. Pup! Oh! Hey! Der war aber auch geil, oder? Auch nein. Hättest du den weiter. Wieso geht die nicht rein, Mann? So geile Freistöße. Das ist fucking Courtois, Mann. Der rasiert uns gerade komplett. Ja. Wir packen alles aus, was wir so im Repertoire haben. Der so Topspin, Knuckleball, Curve. Den Jungen gar nichts. Aber ich hab irgendwie ein Gefühl, dass deiner jetzt krass kommen wird. Deswegen weg mit dem. Ball gespielt. Den nehmen wir mal mit. Der Gareth. Wenn der den nicht macht, dann schieße ich gleich mit Courtois oder so meine Freistöße. Denk dran. Was du in deinem Tutorial Anlauf gezeigt hast, Anlauf ändern. So. Ein bisschen Power nehmen. In der Grüße. Oh! Oh! Zur Kurzfuß! Der chillt gar nicht. So. Gareth Bale, es ist Zeit für dich. Wir waren alle bis jetzt richtig nice geschossen. Schade, dass keiner reingegangen ist. Aber du weißt doch, für was jetzt Zeit ist. Die hat es eben gut geklappt. Erstmal Anlauf. Ja, wow. Ja, ja! Ey! Wir haben den Torwart auf Ultimativ oder so, das ist nicht normal. Alter, was geht bei dem ab? Der war grün, der hat sich so heftig gespinnt in den Winkel. Hä, wie genau soll man noch schießen? Puh, komm. Ich schieß nicht mehr mit Bale, ne? Ich schieß nicht mehr mit Bale. Der schießt ja gut, aber der schießt halt gut, rein, aber ne? Irgendwas, der muss noch genauer kommen. Und Toni Kroos ist, glaube ich, noch ein bisschen genauer als Bale. Von der Präzision her, oder? Topspin, der Topspin kommt. Oh, aufs Tor rauf! Der war sogar noch ein bisschen genackelt irgendwie. Topspin mit Nackel, hast du es kombiniert oder was? Wie hoch war der? Ja. Bisschen zu viel. Ah. So, Jungs, wir haben jetzt den Keeper gewechselt. Courtois ist leider der Endboss. Wir haben beide Navas im Tor eingewechselt. Mal schauen, ob jetzt auf einmal viel mehr Freistöße reingehen. Könnte auf jeden Fall sein, weil ich finde, wir haben die gut geschossen. Das Ding ist, Navas hat immer noch ein 87er Rating. Ist halt ein bisschen kleiner als Courtois. Ja. Oh, entweder direkt den Ball da rein. Oh mein Gott! Und der hat ein Eigentor gemacht! Der wäre nicht mal drin, der hat ein Eigentor gemacht, der Tor mit dem Kopf. Das ist der Navas-Bonus. Gott, wer hat den so mit Hacke gehalten? Ja, ich glaube auch. Wiederholung! Scheiße, der war krass. Aber die Topspins sind so geil, man. Mit Kuss, perfekter Spieler dafür, glaube ich. Zeig mal, wie der sich gesenkt hat. Und Latte. Dann noch gegen seinen Kopf. Sag ich dir. Guckt euch das an. Latte. Gegen seinen Kopf und rein. Oh, wie hoch. Oh, Mann. Geiles Ding, geiles Ding. Nice. Gewinn ein bisschen. So. Du hast ja jetzt auch Navas. Ist die Position gut für Spin oder so? Topspin wäre am besten, aber hatte ich eben schon. Ich will zwei nacheinander das gleiche machen. Was hat Bale für Werte? Ich versuche den mal ein bisschen zu drehen. Groß hat ja schon den richtigen Anlauf. Er spezialisiert darauf. Ich glaube, jetzt sollte ich ein bisschen dichter drehen. Ja, ich werde auch jetzt ein bisschen. Ah, oh, der könnte krass kommen. Jo! Jo! Courtois hat den Safe gehabt. Ey, der Spin aber auch wieder, ne? Und da kommt der Jubel. Ja, ist logisch, da wird gerührt, wie immer. Der Curve hat bei dir gut geklappt. Das heißt, der Bale muss doch jetzt ran hier. Toni Kroos, nö. Bale, Mann. Erstmal Anlauf noch ändern. Ich glaube, der könnte krass kommen von der Position. Der kann hier sehr krass kommen. Oh! Der Keeper hat nicht mal reagiert. Ein bisschen tiefer, der wäre so drin. Das war dieses andere Ding, ne? Keeper wäre lost gewesen. Oha. Ah, zu hoch, ein ne? Ein bisschen zu hoch, ja. Schade. Aber Zidane applaudiert, der war nice. Du willst richtig Roberto Carlos raushauen, ne? Chill mal ganz kurz gerade rein. Ulala. Oh mein Gott! Ist er an den Kopf geknallt? Nee, Mann, der war einfach wild. So, Bale, du bist dran. Ich glaube, den Anlauf kannst du behalten. Dann ziehen wir jetzt schön hier hin. Laden auf. Richtig gutes Ding. Oh! Der geht an die Latte, das ist doch unfassbar. Das ist Knuckleball besser oder? Gewesen wäre. Ich versuche Knuckleball. Knuckle. Ey, ich will jetzt, dass der Ball so riecht. Ah. Oh, was? Er macht Außenriss-Knuckleball oder so. Es ist Zeit für mich, ich probiere das auch mal. Danny hat es vorgemacht, ich muss es nachmachen. Oh, mir war es auf jeden Fall nicht der perfekte Knuckleball. Groß ändert den Anlauf. Relativ viel Kraft. Wenn er oben und oben, ihr kennt's. Wenn der gut kommt, ja, der kann. Oh! Oh! Ah! Ja!
schon. Der war unhaltbar, da machst du gar nichts. Habt ihr die Flugbahn gesehen? Habt ihr die Flugbahn gesehen? Ja, hier sieht man sie, aber in einer anderen Perspektive vielleicht. Shit. Latte rein, ne? Jetzt. Was willst du machen, Alter? Jetzt am Anfang ein bisschen nach links, dann ein bisschen nach rechts. Der hat nicht so krass genackt, sondern so ganz leicht, aber trotzdem perfekt. Nice, sehr stark, ey. Ey, jetzt muss ich aber langsam wieder treffen, weil wenn ich jetzt nicht treffe, dann hast du danach, Alter, die Entscheidung. Da kommt der sichere Topspin. Das ist für mich der sicherste, oder? Ja, ist der sicherste auf jeden Fall. Aber sicher jetzt auch nicht. Nee, so sicher jetzt auch nicht, aber... Ja, ja, auch Latte rein. Ey, diese Freistöße, so geil, ne, GG. Und jetzt geht's in die entscheidende Runde. Wir haben jetzt zwar insgesamt nicht so übertrieben viele Freistöße reingemacht, aber muss halt sagen, wir sind nicht immer auf Safe gegangen. Wir hätten alle 10, 11er so Topspin von da machen können. Wir haben viele verschiedene Sachen gemacht, Knuckleball unter die Mauer durch, wir haben alles mal probiert. Und dafür finde ich, war echt stark dabei. Jetzt geht's nur darum, wer am Ende der Stärkere ist. Letzter Schuss, ansonsten Sudden Death oder was noch? Ja, aber noch jeden. Dann geht's nacheinander ran. Mein letzter, Danny. Ich muss ihn machen. Wichtig. Ansonsten... Ah, der ist zu nah dafür. Also darfst du, glaube ich, nicht ganz rechts zielen. Für Topspin ist echt die Position. Gucken wir mal. Ich muss jetzt beten, dass Navas ein bisschen... Ja, ist drin, oder? Oh, Navas! Der war sogar hellgrün, aber zu wenig Kraft. 26 Meter, ein richtig geiler Curve von Bale, der sich so ein bisschen nach unten bringt vielleicht. Können wir mal probieren mit ein bisschen mehr Kraft. Könnte saftig kommen, könnte saftig kommen. Ah, war zu weit gecurved aus der Distanz. Knuckleball hat eben gut geklappt. Okay, also kommt noch einer oder was? Ey, wenn du nochmal so einen machst, dann gebe ich eigentlich auf. Eben war das aber mit Kroos, oder? Ja, das war eben mit Kroos. Vielleicht geht der mit Bill genauso. Wenn er so ein bisschen sich nach außen dreht oder so. Ey, Junge. Boah, der kann kommen. Boah, Knuckle ist drin. Der Knuckles! Gib mal was dran, Ecke. Ich glaube, der wird drin. Der war saftig aber wieder. Ja. Ey, das ist, glaube ich, mein Lieblingsfreistoß, der Knuckle. Ballert doch gar keine dran. Bewegung, perfekt. Nee. Nee, das haben wir heute noch gar nicht gemacht, ne? Mal gucken, ob er den gut hinkriegt. Oh! Du hättest mein Leben beendet. Nein! Machen wir einen Deal, wenn er reingeht, hast du gewonnen, wenn nicht, dann hab ich gewonnen. Okay, komm. Du hast diesen entscheidenden Freistoß jetzt. Wenn der reingeht, hab ich gewonnen. Wenn nicht, hast du verloren. Verloren. In die Mitte. Oh mein Gott. Oh mein... Ja! Oh, der war nur ein bisschen zu hoch. Der wäre sonst. GG, Mann. Danny hat gewonnen. Wir hatten einen Deal. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Check Danny ab. Da gibt es das Rematch. Hier hat er gewonnen. Vielleicht gewinne ich bei ihm. Und damit sind wir raus. Peace out. Ciao.